neue Filiale der Bäckerei Fürst wurde in Weidhofen sehr gut angenommen. Darum entschloss sich die Geschäftsleitung zu einer vorweihnachtlichen Benefizaktion als kleines Dankeschön. Für jeden verkauften Striezel des beliebten Mostviertler Kletzenbrots geht 1 Euro an das Jugendheim Reichenauhof. Der Bürgermeister selbst hat dafür gemeinsam mit der Familie Fürst und Vertretern des Jugendheimes den ersten Striezel angeschnitten. Herr Fürst, verraten Sie uns noch Ihr Geheimnis dieses tollen Mostviertler Kletzenbrots? Ja, das ist eigentlich nicht ein großes Geheimnis. Unser Kletzenbrot hat einen sehr hohen Fruchtanteil, dadurch ist er so fruchtig, bleibt lange saftig. Und was eines der Geheimnisse ist, ist, dass die Früchte wirklich 24 Stunden mit Rum und verschiedenen Gewürzen halt am Vor eingeweicht werden und dass sie wirklich durchziehen können und das reifen können. Ja, und Sie backen ja das auch in einer traditionellen Art und Weise. Ja, das wird alles auf Steinbackofen gebacken, in ruhiger Backatmosphäre, ohne Luftumwälzung, damit nichts ausdrücken kann, damit das wirklich so traditionell wie früher, wie man sich vorstellt, früher bei den Bauern. Herr Bürgermeister, beim Kletzenbrot scheiden sich die Geister. Es gibt welche, die mögen überhaupt keines und andere essen es unheimlich gern. Wie ist das bei Ihnen? Ich esse es unheimlich gern. Muss dazu sagen, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass bei uns gibt es Kletzenbrot eben nur um die Weihnachtszeit herum. Unterm Jahr kriegt man es ja nicht und alles, was man nur selten kriegt, schmeckt einem umso besser. Aber dieses saftige, gehaltsintensive, geschmacksintensive ist natürlich auch ein Grund, dass man wirklich gern Kletzenbrot isst. Also mir schmeckt es. Ein neuer Bäcker in Weidhofen mit einer Benefizaktion mit einem Kletzenbrot. Werden Sie auch eines mit nach Hause nehmen? Natürlich. Erstens einmal schmeckt es mir sowieso. Zweitens einmal ist es ein Anreiz, dass man sagt, so 1 Euro geht noch an den Kiob. Also das ist hier schon ein gewisser Anreiz, dass man hier das Kletzenbrot kauft. Es gibt ja andere Bäcker auch noch, die Kletzenbrot anbieten, aber das ist halt wirklich ein kleiner Anstoß und sagen so, hier kann ich noch was Gutes tun, auch damit. Auch der Stadtmarketingchef begrüßt die Aktion. Die Idee, dass man praktisch zu den Zutaten von Kletzenbrot jetzt nicht nur jetzt in Hefe und Zucker und Zinnen und Datteln und Kletzenbrot, sondern auch eben 1 Euro dazu reinpackt, das finde ich schon sehr gut, wenn man hilft damit einer Organisation. Wir sind von dieser Idee natürlich begeistert und bedanken uns bei der Bäckerei Fürst für diese tolle Idee, weil es einfach nicht selbstverständlich ist in einer Zeit wie heute, dass man an die Kinder im Reichenauhof denkt. Auch in Weidhofen finden Sie den beliebten Fürstbrot-Adventkalender, wo es jeden Tag bis inklusive 24. Dezember entweder Weihnachtsangebote oder Kinderaktivitäten gibt. Musik